Das Schlimmste ist, das nächste Anleser-Spiel will ich mir hier mit Morpho wieder live reinziehen, auch für meine Verhältnisse blind. Oh mein Gott. Das heißt, es wird noch mehr Schocker pur für mich. Ich weiß nicht, wie ich diese Situation jetzt einschätzen soll oder darf. Keine Ahnung. Ich will... Nein. Ach komm, gehen wir ganz hoch. Ich glaube, von oben kommt nichts. Zur Sicherheit. Ich meine, was wäre denn, wenn das Vieh uns gesehen hätte und hier hinkäme? Keine Ahnung. Wir kämen nicht mehr runter. Da kommt aber was, oder? Ist das nur das Wasser? Es ist nur das Wasser. Aber ich denke mal, wenn man der Musik vertrauen darf, ist die Luft wieder rein. Ich hab erstmal genug Schocker. Hab ich was gehört? Das Problem ist, ich hab keine Ahnung, wo lang. Ich auch nicht. Man kann sich auch nicht irgendwo hochstellen oder so, leider. Das sind die giftigen Pilze, ja. Ist klar. Gibt's ja nicht irgendeine sichere Stelle? Ich suche gerade danach, aber ich finde nichts. Wasser. Mhm. Ich glaube, das war die Klo an der Stelle. Hm. Wo ist das Ding lang gegangen? Es ist wahrscheinlich eh alles gescriptet, aber scheiß drauf. Ich weiß, dass ich immer noch zurückrennen kann zu der Leiter. Ja. Okay. Was ist hier? Nee, ist okay. Mine ist genauso toll wie Peter. Ja. Eigentlich noch viel toller, aber wir sehen das Vieh nicht. Hm. Es wäre so mies, wenn das Ding uns jetzt einfach konstant hier durchjagen würde. Ja. Oh, fuck. Hier ist mir gar nicht gefällt. What? Zum Glück hat man da hoch. Ja, dem Daniel gefällt's auch gar nicht. Kann ich nachvollziehen. Vor allem mit diesem Grollen gerade. Frag mich. Okay, wie wir letztes Mal 4,5 Stunden Schocker ertragen konnten, ist kein Wunder. Der erste Anfang von Amnesia, wie man festgestellt hat, ist ja noch relativ lahm. Ja. Um wie viel Uhr hatten wir eigentlich nochmal angefangen gehabt heute? Irgendwas nach 11. Momentan ist es 5:05, das heißt? Wir haben kurz nach 11 angefangen, weil du angeschrieben noch wurdest. Ja. Nach 11 oder so. Das heißt, wir haben fast 3 Stunden schon geschafft. Mhm. Hier ist eine kaputte Leiter. Das heißt, der Raum ist eigentlich komplett irrelevant für uns. Ha. Da oben ist das Sonnenlicht. Ich habe da heute auch schon relativ viel gespielt. So. Ja. Ist nur die Frage, wo es uns hinbringt. Ja, ist okay. Du kannst das Bild zum Wackeln bringen. Kannst du das auch kaputt machen? Das klingt schon wieder wie ein Maschinenraum. Ja. Sieht auch wie eine aus, auch mit Öl. Sehr schön. Puh, durchatmen. 2, 1. Es gibt 2 Maschinerien. Wieder mal. So, wie sieht's mit unserem Öl aus? Unserem Öl geht's gut. Das sind nur ein paar Tropfen drin, ne?
Das wird sich wahrscheinlich wieder überhaupt nicht lohnen, ne? Naja, das Stückchen etwa, ne? Ja, aber immer ein bisschen besser. Also besser, als wenn wir es da liegen lassen, oder? Besser als nichts. Jetzt ist die Frage, wie können wir das Ding benutzen? Gut, ich hab's nur angefasst und Daniel schreibt was rein. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Gut. Also darauf wäre ich nie gekommen. Daniel ist manchmal ein ganz, ganz schlaues Bürschchen. Ist nur die Frage, inwiefern uns das weiterhilft. Das ist leise. Ja, das glaube ich auch. Nee. Jetzt ist es noch leiser. Und irgendetwas wird vielleicht hochgezogen oder so. Was ist, wenn wir das auf die andere Seite bringen? Müssen wir das ganz laut machen? Oder ganz leise? Ich bin eher für leise. Ich auch. Ne, jetzt haben wir wieder gehört. So, bist du da? Ja. Hast du Wasserflaschen gesehen? Nein, ich habe den Kerl gesehen. Oh nein. Also Peter haben wir sogar am Arsch. Wir haben Peter am Arsch, ja. Oh, nein. Mach es nicht kaputt, Peter. Mein Gott, irgendjemand muss das doch wieder reparieren. Und du willst es auch nicht sein, Peter. Also wirklich. Sieht okay aus. Oder? Die Musik läuft noch. Mhm. Also Leute, ich habe genug von Peter für heute Abend. Was hältst du von diesen schönen grünen Pilzen? Oder naja. Man sagt ja landläufig, dass ihr Frauen mehr Farben habt als wir Männer. Welche Farbe ist das so genau? Ich würde auch auf grün tippen. Vielleicht so ein Jadegrün? Türkisgrün? Nein, Türkis nicht. Da fehlt, da fehlt der Blaustich da. Ja. Jade zu hell. Ja? Ja. Ich überlege gerade, ich kenne den Ausdruck. Die Farbe hat echt einen Namen. Ha. Echt noch einen Namen, aber der fällt mir gerade nicht ein, aber das ist ein guter Name. Nicht Grasgrün oder sowas, aber es hat echt noch einen Namen. So, ich sag dir eins, wenn wir hier dran vorbeilaufen, kommt das hinter uns her. Wette ich auch. Nur falls killt uns Peter mal wieder. Wäre auch nichts Neues. Ich vertraue dem Scheiß natürlich nicht. Anspannung. Überhaupt nicht. Also, er hat ernsthaft Peter da unten rumlaufen sehen? Im Wasser? Ja, ich habe eine Figur, einen Schatten da rumlaufen sehen. Das Gemeine wäre jetzt, wenn der echt... Aha, fick dich! Ernsthaft! What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever returns! Ich glaube, ich bin wieder verschreckt. Das tut echt weh. Das tut wirklich mit der Zeit in den Augen weh. Und ich glaube, wir müssen das Ding stoppen, damit wir da durch können. Bedient die Apparatur das Ding? Das ist, glaube ich, sogar schon langsamer als vorher. Ja, aber noch langsamer. Aua. Autsch. Geht's wohl nicht. Das war nicht so intelligent. Was soll's, uns geht's gut. Weiter umschauen. Hier waren wir noch nicht. Nein. Peter wahrscheinlich schon. Weil der Peter, der mag dieses ganze Gemäuer. Aber Peter muss ja auch keine Angst haben, dass man ihn killt. Wer weiß, vielleicht hat er Angst. Und versucht uns nur deshalb auszuschalten. Ich meine, viel wissen wir über den nicht. Das stimmt auch. Ich meine, ich denke ehrlich gesagt nicht, dass
er Angst vor uns hat. Hier geht's nicht weiter. Das Rohr scheint locker zu sein. Ach, falscher Knopf. Halte das drehende Wasserrad an, um weiterzukommen. Jupp, das haben wir schmerzlich mitbekommen. Ein Rohr ist lose und Wasser läuft aus. Wenn das Rohr lose ist, können wir eventuell das Wasser aufsammeln. Oder wir können mit Hammer und Meißel das Ding runterhauen. Auch nicht. Oder mit der Kurbel. Auch nicht. Was will das Spiel von uns? Fragen über Fragen. Na komm schon. Ich bete, dass man weder Peter noch Wilhelmine trifft. Ah, schau an. Ich kann's so mitnehmen. Weißt du, wem das nicht gefällt? Peter. Sehr wahrscheinlich. Weil wir haben ein Stück von seinem Spielzeug kaputt gemacht. Glaube ich jetzt einfach mal. Und wieso fange ich immer an, so kürmisch zu reden, jetzt wo wir den Typ Peter genannt haben? Wie wäre es damit? Peter, Peter, Peter? Kein Peter. Hier wären wir 1A sicher. Ja, wenn du jedes Mal hochhüpfst. Meinst du, der haut das Ding weg? Nein, ich meine, wenn das, Achso, ja, so ja erstmal. Hier sieht's ja momentan friedlich aus. Ich trau dem Braten nicht. Braten, nein. Wie du schon sagst. Ich mag Braten auch nicht. Das sieht so aus, als könnte das schnell kaputt gehen. Ja. Das sieht so aus, als wäre das schon angefressen. Da oben ist eine Tür. Tür. Oh. Tür zum Aufmachen. Oh. Guten Tag. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Also ich würde sagen, wir befinden uns auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Jupp. Und Alexander will nicht, dass wir in seine Nähe kommen. Moment! Was hat das Ding in zwei gerissen? Ich glaube nicht mal, dass es in zwei gerissen ist. Das ist doch viel zu gerade, der Schnitt. Ja, okay, wer hat das in zwei geschnitten? Weil, weißt du, was ich glaube? Das ist Peter. Das war mal Peter. Peter! Was ist mit dir los? Also Leute, da war es unser Freund Peter. Disco, Disco, Party, Party, yay. Ach schade, funktioniert nicht. Funktioniert nicht so ganz. Eine Schweigeminute für Peter. Ja. Okay. Und das reicht jetzt. So. Wow. Ist er nicht auf dem Boden gestanden? Wollen wir noch weiter darüber diskutieren? Was Peter so kaputt gehauen hat? Also, ja. Dreh mal ein bisschen zurück. Dahin? Steht da nicht was auf dem Boden? Da ist Laudanum. So. Aber ich habe keine Lust, etwas zu triggern. Deshalb möchte ich fragen, ob wir erstmal über etwas reden. Weil ich habe das Gefühl, diese Dinger sind vielleicht sogar von Alexander erschaffen. Und dieser Schatten, der vielleicht auch hierfür verantwortlich ist, der hat Peter zerrissen. Also ich glaube schon, dass der Schatten dafür verantwortlich sein könnte, dass Peter zerrissen wurde. Allerdings das schöne Zeug, da was du meinst, das ist die organische Substanz, die der Alexander erschaffen hat, einen Fehlversuch. Das ah, wurde stimmt ja. Erklärt. Stimmt ja, das stimmt. Ja. Aber die organische Substanz, die zerschneidet ja nicht einfach Peter. Nein, und das mit dem... Und Peter ist, glaube ich, das Problem, dass... Ach nee, ne? Scheiße, dahinter. Dahinter oder hinter mir? Da, zu uns. Ja.
Da komme ich nicht weiter. Ja, und? Das bricht jetzt nicht auf, oder? Ich weiß es nicht. Ist der Schatten zurück? Und wo waren wir hängen mit dem Rad? Von wo? Fuck, fuck, fuck. Ich bin auch in die falsche Richtung gelaufen. Also Leute. Ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur niedergerossen. Ja, von welcher Kreatur jetzt? Ja. Autsch! Oh mein Gott. Geh vorsichtig. Mein Herz, könnte ich jetzt sagen. Wenn ich uralt wäre, was ich zum Glück nicht bin.